Wir sind jetzt hier damit, hier dabei, uns einen Faustkampf mit diesem grünen Männchen hier zu liefern. Vom Planeten. Wer ist denn grün? Wo sind sie denn alle grün? Venus ist grün. Vom Planeten Venus. Nur aufgrund der. Ach ja, genau. Hier gibt es jetzt diese XP-Bar, habe ich auch wieder ganz vergessen. Nur aufgrund der warmen Bedingungen hier läuft dieser Typ hier mit einem T-Shirt rum. Was wollte ich überhaupt? Ich wollte machen genau ein Steinschwert, aber das haben wir noch gar nicht. Wir haben noch gar nicht genügend Stein. Aufgrund der warmen Bedingungen, die wir hier haben, hat der Typ ein T-Shirt an. Auf der Venus ist es ja etwas heißer als hier. Habe ich gerade warme Bedingungen gesagt? Natürlich kälter, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Und deswegen hat, wie gesagt, unser Zombie ein grünes T-Shirt an. Gut, hier gibt's Eisen. Und da unten gibt's noch mehr Sachen, die wir uns jetzt auch gleich schnappen werden. Und ich habe schon wieder vergessen, wo ich war. Das altbekannte Problem bei mir, wenn ich einen Satz nicht zu Ende spreche, dann sieht's schlecht aus mit der Fortführung. Vor allem, wenn man daneben noch was anderes macht. Also die Höhle hier sieht groß aus. Ich muss hier einerseits nur die Nacht überstehen. Nicht wegschmeißen. Einerseits nur die Nacht überstehen, andererseits wollte ich eigentlich Schafe suchen. Aber nachts ist nicht so eine tolle Zeit, um flauschige Kollegen zu suchen. Da drüben habe ich den Eindruck, wo Zeller. Nee, war nur ein Eindruck. Der nicht bestätigt. Oh, da gibt es wieder Kohle. Aber ich gehe einfach mal wirklich ganz durch, um hier die Gefahr auszuschließen, dass hier irgendjemand spawnen könnte. Und diese Gefahr ist jetzt hiermit eingedämmt, weil ich jetzt alles ausgeleuchtet habe. Doch. Das war so ein kleiner Frosch im Hals, der jetzt wieder verschwunden ist, sag mal so. Wenn ich übrigens nur Zeug rede, was keinen interessiert, dann schreibt mir das. Dann werde ich es mir in die Ohren schreiben und bei der nächsten Aufnahme dran denken. Ich habe übrigens keine Ahnung, was wir hier jetzt heute genau bauen. Also, ich muss sagen, um überhaupt wieder auf Minecraft 1.0 und dessen nicht schönen Änderungen zurückzukehren, in meinen Augen nach, ich spiele auf vielen Welten. Singleplayer inzwischen nicht mehr so oft, dafür auf Servern und darauf wiederum auf vielen verschiedenen. Und wenn ich dann bei einem bleibe, ändert sich die Map. Das ist bis jetzt immer wieder passiert, also wie viele Maps werde ich jetzt inzwischen schon richtig aktiv bebaut haben? Boah, komm schon auf einige. Also ich glaube, ich kann sie nicht mehr wirklich nachzählen, wie viel ich da wirklich inzwischen gebaut habe dran an diversen Welten. Aber es sind schon einige Stunden, 100 Stunden bestimmt. Also einige hunderte Stunden. Da oben wird noch Nacht sein, denke ich mal. Deswegen bauen wir... Nein, es ist nichts. Wir bauen hier einfach mal ein bisschen Stein ab. So, das musste ja ganz gut sein. Man hat ja schließlich nur zwei Hände. Und jetzt hier total ins Mikrofon reinzuhusten, ist natürlich auch nicht gerade das, was ihr da hören möchtet. Andererseits, eure Ohren sollen abfallen, dann können wir darüber reden. Aber ich denke mal, das will keiner von euch. Oder? Tinnitus? Wer will denn Tinnitus haben? Wer damit? Mit den Stimmen? Dann denke ich das. Ach ja, das ist ja dieser Sound, der kommt, wenn unser... Oh, es war wieder super hingerichtet. Der Sound, der kommt, wenn Spitzhacken und Co. generell Werkzeuge oder Items kaputt gehen. Ja, da oben ist noch fröhliche Nacht. Und unsere Venus-Menschen werden da auch noch umrennen. Mir fällt übrigens gerade auf, ich habe Hunger. Also Realhunger habe ich auch, aber im Spiel habe ich noch mehr Hunger. Wo sind Schweine? Wir hatten... Da sind Kühe. Aber wir hatten doch irgendwo ein... Schweinelager, ein lebendes Schweinelager. War das nicht am Spawn irgendwo? Aber das war, glaube ich, da hinten. Da, wo dieses... Da schießt irgendjemand auf mich! Ah, verdammt! Also, gehen wir mal darüber. Ach, verdammt! Zwei sind's auch noch. Also, das ist ja wieder das, was ich nicht abhaben kann. Wenn es gleich zwei auf einmal sind, so wie nach dem Creeper. Das ist natürlich cool. So, hier sind die Kühe. Jetzt haben wir mal... Und da ist ein Creeper. Es ist ja... Perfekt. Oh. Okay, der Zombie oder der Skelett hat gerade eine Kuh getroffen. Ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, oder? Ah, da ist der Creeper. Der hat uns jetzt gesehen. Ich habe hier gerade die große Hoffnung, dass vor uns keiner ist. Und da ist er. Also ich
ich hätte an der einer Stelle bleiben sollen. Vielleicht sollte ich mich einfach mal hier reinstellen. Hier zumachen. Und warten. Aber das ist auch blöd. Verstecken? Naja. Hallo? Also ich höre. Ich höre, dass sich hier ein Kollege ziemlich in der Nähe befindet. Ah, da oben ist er. Nein. Das ist auch nicht die Möglichkeit. Ein Critical Hit übrigens. Nein. Damn it. Ich habe das Gefühl, wir sterben gleich. Ha! Da war er. Oh. Ich darf hier nicht runterfallen, sonst bin ich gleich tot. Das war natürlich wieder super. Ja. Und wir sind nicht tot. War ich gerade laut? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich gerade laut war. Oder? Also, es macht sich immer ganz gut, wenn ich mit 5 Punkten died, sterbe. Ja. Also, es ist ganz toll. Vor allem in der ersten Folge. Macht einen super Eindruck. Ja, also echt super Eindruck. Mit 0 im Inventar jetzt wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückzufinden, ist eine Sache, die hoffentlich nicht schwer sein wird. Das da vorne kommt mir irgendwie vertraut vor. Und wenn es das ist, was ich meine, sprich der Platz, dann könnten wir unterwegs sogar unsere Items aufsammeln. Also stinkt mir jetzt aber wirklich, dass ich gleich in der ersten Nacht gestorben bin. Ich habe doch gewusst, dass beim Spawn irgendwo Schweine waren. Arr. Meins. Schwein. Und jetzt lässt dieses Ferkel auch noch nichts fallen. Ich glaub's ja nicht. Ach. Nächste Schwein. Schwein. Ja. Das lässt wenigstens was fallen. Aber in sehr tiefer Tiefen. In tiefen Tiefen. Blub. Ja. So. Raus aus dem Wasser, sonst wird's nass. Ich will jetzt hier dieses Fleisch haben, um für schlechte Zeiten vorzusorgen. So. Einer noch. Nein, nicht wegschmeißen, jetzt halt. Wegfliehen, habe ich gerade wegschmeißen gesagt. Die wollen natürlich weglaufen sagen. Aber okay. Gut, um an der Stelle wieder etwas PR zu machen für die Videos. Wenn ihr was habt, was ich machen soll, entweder Bauvorhaben oder Texture Packs oder Mods ist so eine Sache. Hier ist übrigens unser Grab, das wir uns eigens zugebaut haben. Und ich glaube, wir müssen nicht mal darunter springen. Weil der Kies, der kann mir jetzt gestohlen bleiben. Auf jeden Fall haben wir unsere Sachen wieder. Ein grandioser Start ins Leben, meine Damen und Herren. Richtig cool. Um bei der Sache zu bleiben, falls ihr irgendwas habt, was ihr an mich richten wollt, macht das am besten über den YouTube-Kanal. Website gibt's momentan nichts. Kann ich auch nochmal in einer der nächsten Jahrhunderten ansprechen, die wir hier vor uns haben in Minecraft. Aber okay, ich würde sagen, da ich jetzt etwas Stein habe, aber kein Holz mehr, halt, da habe ich Holz, werde ich mir jetzt erstmal die Gegend ein bisschen zurechtbiegen, damit ich... Hier hängt's. Damit ich richtig anfangen kann. Was den Boden angeht und die Bäume angeht. Okay, wir haben gesagt, wir wollen hier so ein kleines Häuschen hinbauen. Man könnte theoretisch hier erweitern. Ich glaube, das mache ich auch. Quadrathäuser sind ja absolutes No-Go. Also solche Bauklötzchenhäuser, solche Quaderhäuser.
bin ich auch allergisch dagegen. Kann ich hier mal so anfügen. Aber ich sehe es immer wieder, dass da einfach mal so, so quadratische Ergänzungen vorgenommen worden sind, meine Damen und Herren. Das war wieder ein richtig flacher Witz war das jetzt gerade. So, haben wir das Ganze auf eine... Wieso ich das eigentlich jetzt gerade ausgebaut habe, sprich den Boden, weiß ich auch nicht. Weil der sowieso wieder rauskommt. Aber naja. Gut, wo war ich, bevor ich eigentlich gestorben bin? Ich glaube, ich war bei meiner Weltenvielfalt. Kommt, glaube ich, gut hin. Oder? Ja. Auf jeden Fall, ich habe bei so vielen Welten inzwischen meinen Senf dagelassen,